Oh! Oh! Wo kam der denn her? Aus dem Nichts kam der. Hilfe! Hilfe! Wir machen mal wieder einen auf Schildträger. Flop! Die Kette ist frisch aufgeladen. Wird schön gebufft. Durch das Ausrüstungsset des Jägers. Wir haben noch nicht genug Essen. Stimmt, wir wollten uns noch Essen holen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir hatten Essen und zwar, hier ist Essen. Genau neben dem Kontrollpunkt. Wir ballern rüber und laufen auf direktem Weg hier rüber zum Futter. Moni haben wir ja behalten. War ja nur eine Schnellreise zu einem Kontrollpunkt. Na, alles klar bei euch? Ach ja, stimmt. Das habe ich letztens beim Thumbnail machen gesehen. Und zwar, der Memento-Rucksack hat ganz viele, wie heißen die Uhren nochmal? Hier, diese SAD-Uhren hinten dran. Also quasi so als Beweis dafür, dass man schon ganz viele abtrünnige Agents erledigt hat. Und ich sehe gerade, die leuchten, wenn es dunkel ist. Wie cool ist das denn mal bitte? Wird ja immer besser. Wird ja echt immer besser hier. Essen, essen, essen. Hier runter sollen wir. Okay. Dann machen wir das. Die Flinte, ja, die sieht natürlich schon fett aus. Boom! Ganz nett, aber wir brauchen natürlich Muni für die. Die haben wir ja frisch eingewechselt. Essen, Mensch. Grüne, naja, nicht so grüne, aber trotzdem immer noch grüne Behälter. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Wir gucken vielleicht später mal vorbei, aber jetzt will ich erstmal was zu essen finden. Nee, das muss da hinten sein. Wahrscheinlich bei den ganzen Pflanzen. Und schon wieder nur Petersilie. Das gibt's ja nicht. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Kiste Nummer 1. Nee, hier ist nur eine gerade. Vielleicht um die Ecke noch. Vielleicht. Hier. Ja, tatsächlich. 3 Kisten. Ich glaube, es sind immer 3 Kisten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Projekte. Wöchentlich SAD. Dingelings. Yay. So cool. Was kriegen wir denn alles Schönes jetzt so? Ich hoffe, der Spaß hat sich gelohnt. Entfesselte Kraft. Der Rucksack. Den gucken wir uns als erstes an. Entfesselte Kraft haben wir schon. Brauchen wir nicht so wirklich. Es sei denn, wir würden mal irgendwie, naja, das kann man ja mal als Bild machen. Einfach nur mal so zum Ausprobieren. Wenn wir ein bisschen mehr mit Fertigkeiten arbeiten wollen, mit effektiveren Fertigkeiten. Ich meine, Geschützi würde ja auch davon profitieren. Wir könnten das mega Geschützi ausbauen, indem wir halt nur Rüstungsteile nehmen, die unseren Fertigkeitenrang erhöhen. Das könnte schon eine krasse Sache sein. So, jetzt noch den exotischen Behälter bitte. Und flupp, komm schon, Mensch. Bärtierchen Rüstungssystem haben wir schon, ne? Ich glaube, das Ding habe ich auch schon wieder zerlegt, weil es uns nicht so richtig entspricht. Nein, das ist irgendwas mit Verbündeten und so und brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir müssen weiter. Dankeschön. So. Und jetzt wieder die große, alles entscheidende Frage. Was machen wir als nächstes? Das hier sieht doch super aus. West Potomac Park, ein Kopfgeldeinsatz. Venom Squad, Richard, Black Mamba, Williams. Black Mamba, war das nicht eine Achterbahn im Heidepark? Na klar, also ich glaube schon, den nehmen wir. Und ach ja, stimmt, es gibt noch eine Neuerung. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Mittlerweile sind wir hier im Title Update 12. Und ja, die Fahndung wurde resettet. Demnach habe ich die letzte Fahndung nicht ganz komplett abgeschlossen, aber wir sind schon mal ein gutes Stückchen weitergekommen, im Gegensatz zu der Fahndung davor. Und darüber hinaus sind noch viele andere weitere Neuerungen hier in Division 2 aufgetaucht. Unter anderem ein wiederaufnehmbares Geschütz oder beziehungsweise die Möglichkeit, Geschützi, falls man es zum Beispiel versehentlich abgelegt hat, wieder aufzunehmen. Und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Keine Panik, wir bleiben im MP-Schrotflintenbild. Ich glaube, das lässt sich auch sehr gut hier mit unserer Spezialisierung vereinen.
dass wir jetzt geschützt sie nochmal auspacken. Und das wollen wir gleich mal ausprobieren. Ach ja, die Direktiven müssen wir auch neu verteilen. Das sind gerade verdächtig wenig aktiv. Zack. Auf Q, wunderbar. Und wir wollen noch den globalen Schwierigkeitsgrad checken. Und natürlich die Direktiven. So, was haben wir denn hier Schönes? Herausfordernd ist in Ordnung. Ändern der globalen Direktive. Munitionssorte. Sie beginnen mit weniger Munition. Kugeln gehen beim Nachladen verloren. Gegner lassen keine Munition fallen und sie wird nicht auf der Minikarte angezeigt. Das ist genau wieder das Gegenteil von Revolverheld. Aber auch ganz nett. Also Magazine auf jeden Fall immer leer schießen. Aber wir können endlich wieder an die Munitionskisten. Das wird ein Spaß. Schwer verdient. Sie beginnen ohne Reparaturkits. Diese erhalten Sie nur, indem Sie die Munitionsleiste der individuellen Waffe füllen. Das ist in Ordnung. Das können wir machen. Wüter. Das Töten eines Gegners füllt die Zornanzeige von Gegnern in der Nähe. Der Zorn baut sich langsam wieder ab. Wenn die Zornanzeige eines Gegners gefüllt ist, wird er rachsüchtig und erhält eine Überheilung. Wenn ein rachsüchtiger Gegner getötet wird, verflüchtigt sich der Zorn bei allen umherstehenden Gegnern. Leert sich die Zornanzeige eines rachsüchtigen Gegners, ist er wieder normal. Okay, und Tickets sammeln natürlich. Oh, wir können alle Direktiven nehmen. Es sei denn, Wüder ist zu krass, aber das werden wir schon bald noch rausfinden. Geschütze habe ich jetzt in der Tasche. Wir müssen irgendwann mal wieder zur Rekalibrierungsbank, denn da gibt es jetzt eine neue Variante der Rekalibrierung. Weitere Verbesserungen, um das letzte Quäntchen an Potenzial aus unserer Ausrüstung rauszuholen. Habe ich gelesen. Mal gucken, was das bedeutet für uns. Ansonsten halten wir uns erstmal wieder an der Fahndung fest und machen diesen Kopfgeldeinsatz. Oder gibt es vielleicht doch noch irgendwas in der Nähe? Nee, wir müssen darüber. Dahin sollen wir. Gibt es hier einen Schnellreisepunkt für uns? Das wird ziemlich praktisch. Hierhin können wir doch, ne? Klar, 3, 2, 1. Naja, die Fahndung halt, ne? Wie gewonnen, so zerronnen. Ist schon ein bisschen schade. Da habe ich ein wenig den Moment verpasst, die Fahndung zu Ende zu bringen. Wir waren beim letzten Nebenziel vor der großen Fahndung. Und naja, gut, das passiert. Aber dafür haben wir jetzt frische Munition und ich will Geschütze ausprobieren. Naja, wobei, erstmal müssen wir die hier killen, just for fun. Um ein wenig reinzukommen, wir sind mit MP und Schrotflinte unterwegs, aber ohne Schild. Aber das geht schon, ne? Das ist die Kette, Mensch. Mit der Kette geht einiges. Oh, 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 vorsichtig. Na, meine Freunde. Schön da, deine Granate lassen, mein Freund. Boom, hi, hi, hi. Na, komm schon. Flop. An den Baum ran. Ja, wir müssen ein bisschen näher ran. Das liegt an der MP. Und jetzt darüber? Nee, zum Auto bitte. Da ist er! So, Ticket, Ticket, Ticket. Und wenn ich jetzt Geschützi aufsammle, und Geschützi hat ja noch ein bisschen Energie, brauche ich dann vielleicht ein paar Tickets weniger. Geht das? So, aufheben geht schon mal. Und tatsächlich, wir brauchen nur 2 Tickets. Das sollten wir uns vielleicht merken. Eine coole Sache, dank des Memento-Rucksacks sammeln wir hier fleißig Totem-Trophäen ein. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ziel in der Nähe. Ich weiß Bescheid. Ist die Flinte geladen? Ja, ist sie. Ist in Ordnung, ja. Und aber später möchte ich auf jeden Fall auch mal wieder zurück zum Schild. Denn genau deswegen haben wir uns ja dieses Ausrüstungs-Loadout gebastelt, um ein wenig frischen Wind in unser Gameplay zu bringen. Na, wo ist er? Wo ist der Hühnerlimmel? Sind Sie schon hier? Ja, lassen Sie ihn gehen, er hat überhaupt nichts getan. Er hatte Hunger gehabt. Und deswegen hat er die Äpfel mitgenommen. Oder die Petersilie vom Dach. Ich erinnere mich noch. Brauchen wir nicht. Weg damit. Ach ja, mit Title Update 12 sind auch ganz viele neue exotische Waffen dazugekommen. Das wird großartig. Richtig großartig. Ich freue mich auf das neue exotische Sturmgewehr, aber ich verrate noch nicht den Namen. So, meine Freunde. Hier, bitteschön. Granate hinterher. Boom! Yay! Yeah. Okay, das hat nicht gereicht.
Das war nicht so gut. Nicht so gut. Deckung. Ist ja schon einer super rachsüchtig vielleicht. Aua. Schön hinhocken. Mein Killer Gnu, schön hinhocken. Boom. Schön down gehen bitte. Das ist jetzt aber schon der Kopfgeldbereich, ne? Ich glaube schon. Wow, wo kommst du denn her, Rabauke, du? Das ist eine ganz schlechte Position. Ich habe eine neue Schrotflinte und ich würde sie dir gerne mal zeigen. Bist du Spezialmuniman? Nein, bist du nicht. Boom! Ja, stimmt. Müssen wir machen, ne? Mit der Schrotflinte müssen wir ran. Aber es lohnt sich halt auch. Es lohnt sich. Totems. Trophäen, wie auch immer. Es zeigt einen straffen Bizeps. Es muss was Gutes sein. Muni. Oh Gott, ist das entspannt. Auch wenn ich so ein bisschen es vermissen werde, hier mit unserem Blitzableiter Munition zu farmen. Doch, doch, ich werde es vermissen. Oh, Entschuldigung, Geschütz, ich habe dich ganz vergessen. Ich muss dich ja jetzt immer physisch mitnehmen, damit wir uns ein wenig das Ticketsammeln ersparen hier. Ist da noch einer? Da war doch gerade ein Kuh. Habt ihr das auch gesehen? Auf eben? Tatsächlich, wir sparen uns ein ganzes Ticket. Ich kann mir auch... Hey, ich kann mir auch gut... Oh! Wird daneben geschossen. Das darf uns nicht mit der Schrotflinte passieren. Ich war auch sehr überrascht. Muss ich zugeben. Okay. Und wer weiß, vielleicht können wir uns noch ein Ticket bei Geschützi sparen, wenn wir es noch früher einpacken. Oder ihn. Also ist für mich ein Kerl, Geschützi. Weiß auch nicht warum. Ist einfach so. Na gut, weiter geht's. Black Mamba, wir sind auf dem... Oh Gott, Weg. Wie viele. Schande. Ich brauche ein Ticket. Ein Ticket. Das ist ein... Oh, das ist ein schneller, ne? Mit einem Geschütz auf dem Rücken. Das könnte ein Problem werden. Oh, der rafft das hier gleich, ne? Dass wir hier nichts Gutes wollen. Wow! Alter Schwede. Komm her, Mann. Sturmi, du. Da ist mein Ticket. Ich brauche es. Ich muss ganz todesmutig jetzt da runterspringen. Renne! Renne, 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 renne! Aber eigentlich, wenn wir so wieder unterwegs sind und unsere Ausrüstung auf MP und Schrotflinte ausgelegt haben, könnte ich auch mit der Todesbrot spielen und ganz viel rennen. Das könnte ich auch machen, aber mir ist gerade hier nicht nach Rennen, muss ich sagen. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ich muss jetzt erstmal den Sniper Rino hier aus meinem Muscle Memory rauskriegen und mich hier nicht hinten gleich einkesseln lassen. Ja, schön nach runter. Boom. Wir müssen auf deine Gelenke ballern und Geschütz hier aufbauen, endlich. Drohnen. Wow, 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 wow. Und ich habe keinen Scharfschützen. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Geschütz hier halt die Stellung. Wir müssen in Bewegung bleiben. Was anderes können wir hier nicht machen. Flop. Wir müssen die umzingeln. Genau. So wird ein Schuh draus. Boom, weg ist er. Und jetzt den noch. Der Schütze lebt noch, sehr schön. Na, willst du eine Granate haben? Vorsichtig. Super Drohne! Geschützi! Oh Gott, das war ein Fehler. Ah, ah, ah. Ist in Ordnung. War nur unser Extra-Leben. Das kriegen wir hin. Boom. Vorsichtig. Vorsichtig. Wir kommen hier raus. Wir werden das überleben. Bewegung, Mann! Zack, mit der Flinte, ne? Und schön in Bewegung bleiben. Deckung, kurz durchheilen. Und die Schrotflinte am besten gleich draußen lassen. Da hinten war noch einer. Habe ich doch sofort gesehen. Zack. Und weiter vorwärts, bitte. Was? Das ist einfach zu groß hier gerade. Da muss ich auf jeden Fall
ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ohne dass wir das Schild draußen haben. Boom! Von den eigenen Drohnen zerfetzt. Eine miese Geschichte. Kann ich darüber? Über die Zeltdecke laufen? Nee, geht nicht. Geht tatsächlich nicht. Na? Wo war der jetzt hier? Hier. Geht doch. Schön. Ja, die Flinte, ne? Ich glaube, die kann man ganz okay rushig spielen, aber da war jetzt noch nicht das Kopfgeldziel mit dabei, ne? Geschütz sie schön aufs Dach stellen. Eins nach dem anderen. Oh oh. Killer Gnu. Es ist auf dem Weg zu uns. Wir müssen seinen Zylinder zerschießen. Jetzt, jetzt. Zylinder, 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 Zylinder. Come on, Zylinder. Ist egal. Wir zerlegen es so. Dankeschön. Wow. So. Eins nach dem anderen. Wir müssen weiter. Aber wir haben ja hier noch jede Menge Totems zum Einsammeln. Und sogar Ausrüstung. Und, oh, Komponenten. Die können wir immer gut gebrauchen. Genau, und jetzt hier hoch. Geschütz sie gleich nicht vergessen. Direkt einsammeln. Sidewinder Knieschoner. Nein, danke, es reicht. Y. Ach, draußen Y. Alles klar. Da ist noch ein bisschen, ich glaube, ist das Elektromuni ja tatsächlich für die Pistole. Ja, als letzte Möglichkeit, einen Gegner, der auf uns heranstürmt oder zu uns heranstürmt, in Schach zu halten, ihn direkt zu elektrifizieren. Zack, einsammeln bitte. Dankeschön. Weiter. Kram. Und nun müssen wir darüber. Ist noch ein kleines Stückchen. Können wir hier vielleicht durch? Geht das? Ist das der Zugang? Ja, es scheint der richtige Zugang zu sein. Und jetzt hier rüber. Nochmal alles durchladen. Money immer schön mitnehmen aus der Kiste, damit wir richtig schön voll sind. Und dann kann der Spaß eigentlich losgehen. Ja? Hier rüber, geht das? Oder muss ich den Knopf drücken? Muss ich den? Nein. Ich darf den Knopf hier nicht drücken. Ist hier einer? Ich sehe so wenig. Die Sonne steht relativ ungünstig. Viva! La Mexik... Ne, sind wir gar nicht. Wir sind in Washington. Vorsichtig. Na, schön auf dem Boden bleiben. Hier dürfen wir rein. Hilft ihr mir? Das wäre richtig cool von euch. Was ist das? Brandmuni? Ich glaube ja. Oder tatsächlich Brandmuni. Das ist ein Symbol auf den Kisten. Wer hätte das gedacht? Na, dann wollen wir mal. Ich glaube, eine Brandschrotflinte ist doch total cool. Oh Gott, nein. Geschütz. Oh! 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 Wo kam der denn her? Aus dem Nichts kam der. Hilfe! Hilfe! Und ich habe kein Scharfschützengewehr. Aber ich habe einen Granatwerfer. Den können wir benutzen. Das ist in Ordnung. Rüber da! Boom! 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 Oh, der ist gut geschützt, ne? Mieser Mistkerl. Um die Ecke bitte. Da hoch. An die Wand dran. An die Wand dran, Soldat. Ich kann nicht rüber gucken. Schande. Und das alle Killer-Gnu macht uns das Leben schwer. Ja, das wäre selbst als Sniperino recht schwierig gewesen. Zack, Granate hinterher. Kette, 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 Mann. Boah, hallo, hallo, hallo. Zerleg ihn. Ist eigentlich nah genug für die Flinte, oder? Tatsächlich. Die Flinte kann ja richtig was. Die ist ja richtig böse. Die Flinte, geschützt, sie steht noch. Wir müssen Kurs auf das Killer-Gnu nehmen, sonst zerlegt er uns mit seinen Granaten. Boom! Ich zerleg dir deinen Kasten, Mann. Deinen Kasten. Weg.